Das nächste Buch, das ich beendet habe, wie sind wir schon bei 22 Minuten? Ich habe erst. Okay, das wird ein langes Video. Ich bin Kade und willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Diese Woche gibt es meinen Lesemonat. Ich habe letzten Monat, wenn ich mich nicht verzählt habe, 36 Bücher gelesen. Dementsprechend wird das Video wieder etwas länger. Holt euch was zu trinken. Ich habe dieses Mal keinen Kaffee, aber ich habe dieses Mal einen Energy, den ich durch einen Strohhalm trinken werde, wegen meinem Lippenstift. Der muss ein paar Videos lang halten. Ihr wisst, ich bin wieder am Vorproduzieren. Dementsprechend, ich habe jetzt hier zwei gleich große Stapel, mal wieder, weil ich zu viel lese. Einmal möchte ich gerne eine Ankündigung machen, falls ihr nicht in den Community-Tab geguckt habt, falls ihr Lust habt für ein Video, eine Woche lang meine Bücher zu bestimmen, die ich lesen soll, geht jetzt gerne auf mein Instagram oder guckt öfters bei mir in den Community-Tab vorbei. Und zwar fängt das für mich nächste Woche an. Also ich werde morgen zum Zeitpunkt, wo das Video online kommt, die erste Umfrage wahrscheinlich posten, je nachdem, wie weit ich mit den Büchern bin, die ich im Moment dann lesen werde. Und ja, dann dürft ihr für eine Woche meine Bücher bestimmen. Und daraus wird dann auch ein ganzes YouTube-Video. Das ist für den 22. geplant. Ich werde dann mal schauen, wie gut das alles funktioniert. Und ja, dementsprechend schaut gerne mal auf Instagram oder hier auf den Community-Tab vorbei, wenn ihr kein Instagram habt. Das dachte ich mir als so Alternative zu meinem Lesemonat. Es sind sehr viele Bücher geworden und einige haben wir schon gesehen. Also falls ihr euch für manche Bücher, ich werde die Meinung trotzdem nochmal sagen, aber manchmal so diese Erstmeinung, wenn ich jetzt 36 Bücher lese, ihr könnt euch vorstellen, dass ich dann die, die ich am Anfang des Monats gelesen habe, vielleicht nicht mehr so ganz gut im Kopf habe. Dementsprechend, die ersten habe ich festgehalten in meinem Vlog zu meinen Klassikern, denn ich habe diesen Monat meine Klassiker le lesen wollen. Aber mein TBR, kommen wir zu meinem TBR. Erstmal TBR-Update. Eigentlich wollte ich Reihen beenden, beziehungsweise Folgebänder von Reihen lesen, die ich schon da habe. Und das hat auch recht gut funktioniert. Ich habe nur eine Reihe nicht beendet, beziehungsweise halt weitergelesen. Ich habe sie weitergelesen, aber nicht die Bänder, alle, die ich hier habe, aber das möchte ich gerne noch diesen Monat nachholen. Und zwar habe ich Zodiac Academy 4 und 5 nicht geschafft, weil spontan, habe ich schon öfters in meinen Videos erwähnt, spontan ist meine beste Freundin vorbeigekommen für eine Woche und dann. Ich habe zwar in der Woche trotzdem viel gelesen, aber eben nicht Zodiac Academy. Und ja, wieso, weshalb, warum ich dann auch nicht weitergelesen habe, kommen wir dazu, wenn ich zu Teil 3 komme. Dann kann ich das nochmal erklären. Ja, das ist das Einzige von meinem TBR, das ich nicht geschafft habe. Und außerdem meine Klassiker, die ich für einen Vlog lesen wollte, die habe ich natürlich alle gelesen. Ihr könntet euch vorher mein TBR-Video angucken. Das ist online, dass ihr seht, welche Bücher wollte ich lesen und welche davon ich jetzt geschafft habe, genau. Ansonsten könnt ihr auch gerne meinen Vlog angucken. Und dort seht ihr meine Erstmeinung zu den Klassikern. Falls ihr auf beides keinen Bock habt, das jetzt vorher anzugucken, gönnt euch was zu trinken, holt euch Snacks, das Video wird lang. Also ja, fange ich einfach mal an. Das erste Buch, das ich beendet habe, ist Jane Eyre im Rahmen des Klassiker-Videos. Ich hatte richtig Lust, mit Jane Eyre anzufangen. Das war das längste Buch, was ich hier hatte, mit 600 noch was Seiten. Und ich wusste gar nicht, was mich erwartet. Ich hatte damals den Satz hier hinten gelesen, da steht: Keine Frau bringt es Gutes, wenn sie von ihrem Vorgesetzten umschmeichelt wird, der unmöglich ernsthaft daran denken kann, sie zu heiraten. Und ja, das klang sehr interessant. Dementsprechend habe ich das Buch damals gekauft gehabt und hatte dann halt auch schon öfters mitbekommen, ja, so Klassiker, dies, das, das wurde ja schon öfters in so Serien und sowas gemenschent. Ich habe das jetzt eher weniger in Büchern gelesen, sondern wirklich eher in Serien gesehen. Und ja, ich mochte das Buch eigentlich recht gerne vom Prinzip, aber dieses Age Gap Ding war überhaupt nicht meins. Ich glaube, das war ein Age Gap von 20 Jahren oder so oder noch mehr. Und das war auf jeden Fall nicht so mein Fall. Und ich fand es teilweise wirklich einfach zu lang. Ich hatte es dann im Verlauf von den anderen Klassikern, das war jetzt nur mein erster, gesehen. Es ist einfach sehr viel Unnötiges drin. Aber hier war das halt wirklich teilweise, fand ich sehr langweilig. Vor allem der letzte Akt, nicht Akt. Akt ist bei Theaterstücken. Das Buch ist in drei Büchern aufgeteilt. Und das letzte Buch, da dachte ich halt wirklich, da kommt jetzt so voll das
vor der Plot-Twist, aber kam nicht. Und dann war ich einfach von dem Ende enttäuscht. Und das war es für mich nicht. Aber es hatte mich trotzdem sehr stark überzeugt, weitere Klassiker zu lesen. Und ja, mal schauen. Es hat mir auf jeden Fall besser gefallen als so manch anderes. Aber dazu kommen wir gleich. Das zweite Buch, das ich diesen Monat beendet habe, ist Stalking Jack the Ripper. Und ich muss sagen, ich mochte das Buch wirklich gerne. Es ist sehr kurz gewesen. Dementsprechend, es hätte mehr Tiefgang haben können, ein bisschen mehr Drama oder so. Also ein bisschen, es war schon Plot-Twist-mäßig schon sehr überzeugend. Ich brauchte ein bisschen, um in das Buch reinzukommen. Aber ich mochte es wirklich gerne als Einstieg zu dieser ganzen Reihe. Es ist eine vierteilige Reihe. Und ja, um die Charaktere so ein bisschen kennenzulernen, fand ich es wirklich gut. Und mit dem Ende habe ich wirklich dann doch nicht gerechnet. Deswegen, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, mehr von der Autorin zu lesen. Ich habe ja auch Kingdom of the Wicked letzten Monat gelesen. Das war nicht so meins. Aber das hier hat mich dann doch schon eher überzeugt. Den nächsten Klassiker, den ich beendet habe, war Stolz und Vorurteil. Wer hätte das denn geahnt? Und zwar Stolz und Vorurteil sowie Sturmhöhe habe ich mir damals wegen After gekauft. Ich glaube, es gibt einige, denen es gleich geht wie mir. Ich hoffe es. Aber ich habe es dann damals auch nach After angefangen zu lesen, die ersten 100 Seiten. Aber ich kam frühest auf dem Weg zur Schule, so um 6, nicht so gut damit zurecht, einen Klassiker zu lesen. Aber es hat mir dort schon gefallen gehabt. Jetzt bin ich endlich dazu gekommen, das ganze Buch zu lesen. Und ich mochte es wirklich gerne, so die Message und wie es rüberkam. Aber ich hatte da auch meine kleinen Kritikpunkte. Ich hätte vielleicht mein Bookjournal mitnehmen sollen, weil ich merke langsam, wie schon mein Gedächtnis schwindet. Also von der Message fand ich es gut, aber dass ich teilweise Sachen zu lang gezogen fand, war das, glaube ich. Und ja, das war so das Einzige, was mich hier dran gestört hat, glaube ich. Aber Jane Austen hatte mich auf jeden Fall sehr stark überzeugt. Ich habe mich in den Schreibstil von Jane Austen verliebt und ich habe mir auch direkt noch ein paar mehr Bücher von ihr gekauft und hoffe auch bald dazu zu kommen, sie zu lesen. Und zwar haben wir hier jetzt Haunting Prince Dracula und der Teil war mein Lieblingsteil der Reihe. Der hat mich komplett überzeugt. Die paar Kritikpunkte, die ich hatte bezüglich der Lücken, so diese Tiefgänge, das, was mich schon mehr interessiert hätte, hatte sich hier komplett aufgelöst. Hier war das perfekt, für mich jedenfalls. Es ist etwas länger, es hat ein bisschen mehr Tiefgang und von der Story her, man hat noch sehr viel erfahren. Man ist an einem anderen Schauplatz und ich mochte es wirklich, wirklich gerne. Also was den zweiten Teil angeht, kann ich es auf jeden Fall nur empfehlen. Das nächste Buch, das ich beendet habe, ist Sturmhöhe und alleine das Buch wieder in der Hand zu haben, widert mich an. Wirklich, dieses Buch hat mich auf tiefsten Ebenen verstört. Ich fand es aber auch nicht schlecht, weil das Buch war eigentlich echt gut geschrieben, aber die Story, die Message, also die Message ist schon rübergekommen, aber gleichzeitig, es war einfach so hart. Also es war überhaupt nicht das, was ich mag und es war ein bisschen zu viel für mich, sagen wir es so. Und deswegen konnte mich das leider nicht so ganz überzeugen, weil eben dadurch, dass ich das ja auch wegen After gekauft habe. Ich hatte so mehr das Gefühl damals bei After, kann nur sein, dass ich das jetzt ein bisschen falsch im Kopf habe, aber dass es so ein bisschen romantisiert wurde und das, nee, einfach, nein, nein, lassen wir es. Deswegen konnte mich das Buch überhaupt nicht überzeugen. Ich bin von was ganz anderem ausgegangen. Dann habe ich mir ein paar neue Klassiker bestellt. Und zwar habe ich dazu ein Book-Haul gemacht, also den könnt ihr euch auch gerne angucken. Und zwar habe ich mir ein paar englische Klassiker bestellt, also beziehungsweise die anderen sind ja auch englische Klassiker, aber die habe ich mir damals auf Deutsch gekauft, weil ich kein Englisch gelesen habe. Und die nächsten Klassiker, die ich mir bestellt habe, waren alle auf Englisch. Hier sieht man auch ein paar von denen, die ich nicht gelesen habe. Zwar hatte ich auch das Ganze gemacht, weil ich unbedingt einen Klassiker lesen wollte, und zwar Frankenstein. Und ich mochte es total. Also es wurde mein Favorite-Klassiker auf jeden Fall, von der Message und so. Es ist sehr kurz und ich hatte das Gefühl, hier war das genau das, was ich so erwartet habe von Klassikern. Natürlich kenne ich Frankenstein, aber ich kannte die Original Story nicht und dementsprechend war ich sehr gespannt darauf. Das ist genauso wie, ich habe Dracula gekauft und ich weiß es aus Prinzip, aber gleichzeitig, ich habe das nie so wirklich gelesen und ich möchte das einfach nachholen. Und hier war das halt einfach, dass ich
nicht das Gefühl hatte, dass es unnötig langgestreckt ist. Ich hatte ein paar Probleme manchmal, um hinterherzukommen, aber gleichzeitig, ich mochte die Message total. Und auch den Verlauf. Also es war schon ein bisschen Plot-Twist-mäßig, obwohl ich es eigentlich hätte wissen müssen. Aber gleichzeitig wusste ich es nicht. An dem Tag habe ich nämlich direkt noch weiterlesen wollen, und zwar in The Picture of Dorian Gray. Und bei dem Buch muss ich sagen, ich mochte die Message schon. Es wirft sehr viele moralische Fragen auf. Auf jeden Fall, also von der Message her würde ich es auf jeden Fall empfehlen. Es war sehr einfach zu lesen, sehr angenehm. Also wer das noch nicht gelesen hat, ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Das Ding war halt, dass ich bin da mit reingegangen und wusste überhaupt nicht, worum es geht. Und dann habe ich so schnell gecheckt, okay, es wird sich wahrscheinlich in die und die Richtung entwickeln. Und dann hat sich das in die und die Richtung entwickelt. Und ja, dementsprechend habe ich dann mein Interesse daran verloren. Ich weiß auch nicht. Dann hatte ich so Angst, in eine Leseflaut zu kommen. Deswegen habe ich in der Zwischenzeit etwas anderes gelesen, bevor ich dann mit dem Video weitergemacht habe. Und ich wollte auch so ein bisschen mein TBR abbauen. Aber dazu kommen wir gleich, weil erst ich habe auch eine Reverb-Bestellung bekommen. Genau im selben Book Haul mache ich auch das Paket auf. Und zwar habe ich mir dort A Taste of Love 1 gekauft und habe das dann direkt mal lesen wollen, weil ich wissen wollte, ob es mir gefällt oder nicht. Und Reverb hatte dann auch nochmal so eine Aktion, ich glaube, dass man keinen Versand bezahlen muss. Und ich wollte wissen, ob mir das gefällt und ob ich die anderen Teile auch kaufen möchte. Und es hatte schon cozy Vibes, es hatte schon für mich so Kelly Morgan Vibes. Nur nicht, also ich würde die beiden nicht direkt miteinander vergleichen, aber es hatte schon eher diese cozy Vibes. Und cozy Vibes ist halt einfach für mich Kelly Morgan. Das Buch hat mir eigentlich recht gut gefallen. Ich brauchte aber ein wenig mehr zwischen den Charakteren. Also für mich war da nicht genug. Also ich mochte die beiden zusammen richtig gerne, aber manchmal hatte ich so das Gefühl, dieses Knistern fehlt. Wisst ihr, was ich meine? Also die beiden haben total gut zusammengepasst und ich mochte die Geschichte total gerne. Aber leider hat mir zwischen den Charakteren was gefehlt. Mein erstes Buch vom TBR ist Gewitterleuchten gewesen. Und es war meine erste Wahl, weil es, glaube ich, mit am kürzesten war und halt eben auf Deutsch. Und ich habe es wirklich geliebt. Also mein Favorite. Ich weiß nicht, ob der jetzt den zweiten Teil geschlagen hat, weil der zweite Teil ist Second Chance und der ist Enemies to Lovers, aber das ist so Childhood Frenemies to Lovers. Childhood Enemies to Friends to Lovers. Sowas? Gibt's sowas? Keine Ahnung. Wir etablieren das jetzt. Dementsprechend, es hat mich wirklich sehr stark überzeugt. Ich konnte das wirklich sehr gut nachempfinden. Die Momente zwischen den Charakteren waren so. Oh mein Gott. Ich habe hier teilweise geschrien, weil ich das so schön geschrieben fand auch. Und ja, wir haben einmal so dieses Drama am Ende wollte ich erstmal nicht ganz nachvollziehen können. Und dann kam das Ganze erstmal alles raus und ich so, boah, ich kann es jetzt nachempfinden. Ich kann es nicht mal schlecht finden. Und ich hatte keinen Kritikpunkt mehr. Und dementsprechend, ja, wurde das auf jeden Fall ein 5-Sterne-Buch, soweit ich weiß. Und meine Rezension dazu ist auch schon auf Instagram online. Wie findet ihr eigentlich mein Fach mit den ganzen Büchern, mit den Buchschnitten? Also da sind nicht alle Bücher drin. Ich habe die Hardcover-Bücher rausgelassen. Aber ich glaube, sonst sind da fast alle drin. Ich habe auch Blood and Ash und sowas rausgelassen. Das hätte jetzt da nicht funktioniert. Ich habe versucht, so einen kleinen Regenbogen zu machen. Und habe meine deutschen Subbücher mit in das englische Fach getan, weil mittlerweile mein Sub nicht mehr so hoch ist. Und dementsprechend habe ich das Fach hier mal ganz kurz so genutzt, um ein bisschen Platz hier drin zu schaffen. Ich habe ein bisschen mehr Platz, aber der Platz ist auch schon wieder weg. Also, weil, keine Ahnung, was ich machen soll. Das nächste Buch, das ich beendet habe, ist Escaping from Houdini. Da brauchte ich ein bisschen länger, um es anzufangen, beziehungsweise auch durchzukommen, weil der Teil mich leider nicht mehr so ganz überzeugt hat. Das kann möglich sein, dadurch, dass ich die Reihe so gut wie hintereinander gelesen habe und manchmal habe ich meine Probleme damit, dass ich einfach mein Interesse verliere, so länger die Reihe ist und ich dann einfach was anderes lesen möchte, so zwischendurch. Aber ich wollte die Reihe einfach diesen Monat schon beenden und dementsprechend bin ich dann dadurch gerusht. Und es kann daran liegen, es kann aber daran liegen, dass hier die Story mich doch eher weniger überzeugt hatte mit so diesem Magiezeug. Ich mochte das Setting aber,
das ganze Buch über sind wir auf einem Schiff. Das sieht man auch hier vorne. Und ich fand das vom Setting her einfach richtig nice. Also so ein bisschen Titanic-Vibes, I guess. Keine Ahnung. Ich mag sowas. Ich hatte auch, ich glaube, das war von Louise Bay, King of London. Oder der zweite Teil war das, glaube ich. London Gentleman. Da spielt es auch auf so einem Boot. Und fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Also ich mag das als Setting extrem gerne. Aber leider hatte mich hier die Story nicht so ganz überzeugt. Dieses Hin und Her, dieses plötzliche Dreiecksding, irgendwie hat mich das nicht so krass überzeugt. Aber es gab schon ein paar Stellen, die ich schon sehr interessant oder süß fand. Und ja, hier war ich aber öfters verwirrt, was jetzt genau abging. Deswegen hat das mich eher so semi überzeugt. Und der letzte Klassiker, den ich dann beendet habe, war Verstand und Gefühl. Und das ist, glaube ich, jetzt erstmal bis jetzt, ich habe ja noch ein paar Klassiker vor mir, bis jetzt ist es mein Lieblingsklassiker geworden. Ich habe da schon ein bisschen drüber geschwärmt. Es geht um zwei Schwestern und beide haben ihre Liebesgeschichte unabhängig voneinander. Und die eine verläuft eigentlich recht gut und die andere eher weniger gut. Und die, die eher weniger gut läuft, zu der konnte ich sehr gut relaten. Und dementsprechend hat mich das am meisten so gecatcht von dem Thema her, einfach weil ich damit so relaten konnte. Ich mochte es wirklich richtig, richtig gerne. Also wenn, würde ich das eher empfehlen als Stolz und Vorurteil. Aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf die anderen Bücher. Ich habe noch Emma und Überredung von Jane Austen hier. Das nächste Buch, das ich beendet habe, ist Capturing the Devil. Und ja, hier war mein Interesse dann komplett weg. Ich fand es besser als der dritte Teil vom Interesse her, aber irgendwo nach dieser Hochzeit-Dings, diese erste, war mir mein Interesse so weg. Ich weiß nicht, irgendwie, keine Ahnung, mochte ich überhaupt nicht und dann war mein Interesse so komplett weg. Aber ich mochte das vom Thema dann doch ein bisschen mehr. Auch wenn es so ein bisschen recycelt gewirkt hatte. Das nächste Buch, das ich beendet habe, ist My Favorite März Read geworden. Es war auf jeden Fall mein Lieblingsbuch im März. Und ja, Westworld 2. Das fand ich von den Emotionen, die hier geherrscht haben. Auch wenn die Story fand ich auch sehr interessant, wie das hier so ein bisschen weiterging. Es war auf jeden Fall so aufgebaut, dass es mich komplett überzeugen konnte. Die Emotionen auch, dieser Schmerz, ich konnte das so gut nachempfinden. Und bin auf jeden Fall sehr gespannt auf Teil 3 gewesen. Aber ich wusste, dass Teil 3 nicht hier rankommen wird, weil Teil 3 ja mehr diese Auflösung ist. Aber ich mochte es richtig, richtig gerne zu lesen. Also es wurde wirklich eins meiner Lieblingsbücher. Das war das letzte Buch, was ich gelesen habe, bevor meine beste Freundin herkam. Und dann war meine beste Freundin hier und ich habe so ein bisschen hinausgezögert, so weiterzulesen und Zeug. Ich wollte unbedingt was lesen, deswegen habe ich als nächstes ein paar Mangas beendet. Als erstes habe ich endlich vom Januar Chainsaw Man 1 beendet. Das mochte ich eigentlich ganz gerne, diesen Einstieg, aber noch ganz hat es mich nicht so überzeugt. Der Zeichenstil ist auch ziemlich gewöhnungsbedürftig, aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es weitergeht. Und das andere, was ich beendet habe, ist Dragon Ball Super Band 15. Ich war sehr verwirrt, was plötzlich abgegangen ist. Also, what the fuck ist abgegangen? Aber ja, wäre wahrscheinlich besser gewesen, hätte ich es mit letzten Monat gelesen, wo ich sowieso da drin war. Aber ja, ist halt Dragon Ball. Ich habe schon öfters gesagt, ich sage nichts Schlechtes über Dragon Ball. Aber da war ich wirklich so, what the fuck geht ab? Aber, well, die beiden Mangas. Ich glaube, ich habe sonst keinen Manga gelesen. Ich habe Soul Eater noch angefangen danach, aber ich mochte den Zeichenstil überhaupt nicht. Deswegen habe ich mein erstes Massivband von Soul Eater meinem Bruder gegeben. Und ja, als kleines Update, falls ihr das dann nicht mehr hier im Hintergrund irgendwo seht. Dann habe ich mir die Zeit genommen und Westworld 3 beendet. Und ja, es war genauso, wie ich es mir gedacht habe. Die ganzen Sachen sind aufgelöst und deswegen konnte es mich nicht so krass überzeugen wie Teil 3. Also so richtig catchen und mitreißen und alles. Aber ich mochte es trotzdem. Also ich fand es nicht schlecht. Lena Kiefer hat mich auf jeden Fall sehr stark überzeugt. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf die anderen Bücher von ihr. Die Story von Elijah bin ich sehr stark gespannt drauf. Ansonsten, ich bin auf jeden Fall auch gespannt, etwas im Fantasy-Bereich von ihr zu lesen. Dann habe ich eine nächste Rebuy-Bestellung bekommen. Und zwar, ja, ich habe mir die ganze Taste of Love-Reihe gekauft.
Und dementsprechend habe ich den zweiten Teil direkt gelesen und ich mochte es mehr, als ich erwartet habe. Also ich hatte mir ja schon den Klappentext gelesen, durchgelesen und das habe ich ja in dem Book Haul, glaube ich, erwähnt gehabt. Und es hatte mich nicht so wirklich angesprochen, wollte dementsprechend erstmal gucken, gefällt mir das überhaupt. Und ja, ich mochte die Charakterkonstellation hier wirklich gerne. Also es hat schon sehr stark gepasst. Aber es war so ein bisschen sehr oberflächlich, hatte ich das Gefühl, dass mir das nicht so gut gefallen hat. So teilweise so Sachen, wie damit umgesprungen wurde. Oder ich konnte Nick in manchen Sachen, wie er sich dort verhalten hat, einfach nicht so gut. Ich konnte ihn nicht so gut nachvollziehen. Trotzdem mochte ich es eigentlich ganz gern. Nick war ein bisschen aufdringlich, aber trotzdem mochte ich es ganz gerne eigentlich. Dann habe ich finally Collided beendet. Und es war irgendwann der Fall, dass meine beste Freundin neben mir saß. Wir waren im Park und war so, liest du überhaupt noch? Ich so, nein, ich überfliege nur noch. Ich habe keine Lust mehr. Es tut mir so leid. Also der Anfang, er hatte mich gecatcht und ich habe das Buch total geliebt. Aber dieses Friends with Benefits, ich weiß nicht, ob das unbedingt was für mich ist. Also nicht so, wie das hier war, dieses Drumherumrennen und allen ist klar, was abgeht, nur den beiden nicht. Und irgendwann war ich einfach nur so hart genervt und dann konnte ich das auch teilweise hervorsehen, was jetzt passieren wird, was passiert ist. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf den dritten Teil, weil hier auch schon ein paar Sachen so angeteased wurden und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, weil es ein Enemies to Lovers, glaube ich, sein soll. Und ich liebe Enemies to Lovers. Und dementsprechend kann es wahrscheinlich auch ein bisschen besser werden, weil dieses Friends to Lovers ist ja meistens sowieso nicht so meins. Dann habe ich den dritten Teil von Tales of Love beendet. Und zwar wusste ich davon gar nichts. Ich habe wirklich einfach nur die Reihe dann nur noch gekauft. Das Buch geht um Adam und Liz. Und Adam ist Model. Ja, Adam war Model und hat jetzt ein Fitnessstudio. Und Liz hat eine Schokolaterie. Wird das so ausgesprochen? Ich weiß es nicht. Also jedenfalls, sie macht Pralinen und dann waren die zusammen in so einer TV-Show. Und dort, sie ist übergewichtig. Und das hat man da, also von der Moderatorin kamen da so ein paar Sachen, die waren nicht so cool. Und Adam hat ein paar Sachen geantwortet, die waren auch nicht so cool. Aber er meinte das wahrscheinlich auch gar nicht so. Wir haben darüber geredet. Also er meinte es basically nicht so, wie es rüberkam. Ich konnte nachvollziehen. Aber dieses ganze Thema wurde hier so oberflächlich behandelt, hatte ich das Gefühl. Also so wirklich oberflächlich und nicht, das hat einfach keine Tiefe gehabt. Sondern, ich habe mich während des Lesens immer total unwohl gefühlt. Also ich habe im Normalfall kein Problem mit dem Thema. Es ist einfach, dass ich das hier nicht so gut umgesetzt fand. Und auch das Ende fand ich so richtig komisch. Also die war sauer und dann war sie plötzlich nicht mehr sauer, hatte ich so das Gefühl. Aber mich hat es nicht überzeugt. Überhaupt nicht. Als nächstes haben wir Teil 4 und 5 von der Tales of Love-Reihe. Die nehme ich jetzt einfach mal zusammen. Die beiden haben mir wirklich mehr gefallen als Teil 3. Also nach Teil 3 hatte ich wirklich Panik. Das wird jetzt ein kompletter Reinfall. Teil 4 ist ein Second Chance. Und dieses Second Chance, ich konnte nachempfinden, was das Problem war. Und war halt, okay, Second Chance, mal in einem guten Trope und so. Mochte ich wirklich richtig gerne, obwohl es das kürzeste Buch ist, aber Hayley und Scott waren das, glaube ich, ja. Mochte ich extrem gerne zusammen. Und dann im fünften Teil ist es auch so Friends with Benefits. Und es geht hier um Vicky. Und Vicky lernt man schon im zweiten Teil kennen. Das ist die Schwester von der Protagonistin dort. Ich habe ihren Namen vergessen. Ich glaube Claire oder so. Und ich mochte sie schon dort extrem. Und Mitch? War das Mitch? Ja. Und Mitch hat man auch im dritten Teil kennengelernt. Den mochte ich eigentlich auch richtig gerne. Und hier war das halt, ich mochte die Geschichte am meisten, weil ich so hatte, das war so mehr abgerundet. Aber gleichzeitig, es war wieder dieses Friends with Benefits und das hat mich wirklich nur noch genervt. Es war schon teilweise ziemlich anstrengend, das zu lesen, aber das mochte ich von dem ganzen, weil das ist, glaube ich, das dickste von denen, ich bin mir nicht sicher, mochte ich das am abgerundesten von der Geschichte her. Dann habe ich ein Buch gelesen, zu das ich dachte, dieses Jahr nicht zu kommen, selbst wenn es auf mein 23 for 2023 ist.
die Welt durch deine Augen. Ich dachte wirklich, ich werde es niemals lesen. Ich habe es hier, aber ich werde es nicht lesen. Ich dachte, irgendwann stelle ich es einfach weg. Wirklich. Jetzt habe ich es gelesen. Und ich wünschte, ich hätte es einfach weggestellt. Also, es tut mir voll leid. Ich liebe Sarah Sprunz als Autorin. Wirklich. Ihr wisst, ich habe auch am Mittwoch über sie geschwärmt, bis zum geht nicht mehr. Aber man merkt halt, das hier ist ihr erstes Buch. Und es hat den Cheating-Trope. Und es war so. Und ich wurde mit der Protagonistin nicht warm. Und dann, ich fand es auch teilweise ziemlich verwirrend, was so, wo dieser Plot kam, was denn überhaupt abgeht. Also, man hat das auf jeden Fall so. Es gab ein paar Hints, aber gleichzeitig hat man das nicht so wirklich kommen sehen. Das war es wenigstens wert, aber gleichzeitig war es halt so. Danach, ich konnte irgendwie nicht. Ging irgendwie nicht mehr. Ich kam dann nicht mehr mit so gut zurecht. Also, ich habe kein großes Problem damit, mit dem Thema. Das wäre ein Spoiler, soweit ich weiß, weil das nicht auf dem Klappentext steht. Aber ich kam damit nicht so gut zurecht. Im weiteren Verlauf irgendwie. Keine Ahnung, weil ich mir das nicht so. Für mich kam das plötzlich so random. Und mit der Protagonistin kam ich überhaupt nicht zurecht. Ich dachte mir so: Junge, mach doch einfach mit deinem Freund Schluss. Aber keine Ahnung, dann gab es dann noch so eine Situation mit so Heiratsantrag und so. Und dann war ich so, ich habe keinen Bock mehr. Und die letzten Seiten hatte ich dann nur noch übersprungen. Ich war, ey, es reicht mir. Ich will es durchhaben, aber es reicht mir. Also habe ich so den letzten Teil übersprungen. Und es war schon sehr hervorsehbar und gleichzeitig auch noch unnötiges Drama. Dann bin ich dazu gekommen, das war die schönste Zeit zu lesen. Dachte ich auch eher weniger, dass ich so schnell dazu komme. Ich habe das ja auch erst gekauft, bekommen, gehabt. Und ja, ich mochte das Buch eigentlich recht gerne. Es war aber sehr lang für mein Empfinden. Ich wusste überhaupt nicht, worum es geht. Es ist ein Second Chance, aber mit einem sehr langen Zeitraum. Hier ist auch der Cheating-Trope. Aber es war so, keine Ahnung. Beide sind in zwei unglücklichen Beziehungen. Das rechtfertigt es nicht. Das möchte ich damit nicht sagen. Aber es war mehr so klar, was jetzt passieren wird. Es ging dann plötzlich einfach nur von 0 auf 100. Also man war so gar nicht vorbereitet, dass jetzt passiert. Es war einfach von dem Ding, wie es hier umgesetzt war, fand ich es nicht so schlimm, wie wenn es sich jetzt durch das ganze Buch gezogen hätte. Das war halt dann wirklich diese eine Stelle und dann war halt komplettes Drama. Aber ich mochte Ellies Geschichte, hieß sie Ellie. Ja, mochte ich ihre Backstory auf jeden Fall recht gerne. Also ich konnte sie auf jeden Fall nachvollziehen. Auch am Ende, wo sie dann ihren Bruder wieder gesehen hat, fand ich es sehr schön. Aber ich fand es teilweise wirklich einfach zu lang. Dann haben wir wieder ein Buch von meinen TBR und zwar den zweiten Teil von Addicted to You. Nein, in der Zwischenzeit habe ich nicht gelernt, wie man es ausspricht, aber es ist mir auch egal. Ich mochte den Teil wirklich gerne, aber es war halt nicht herausragend. Ihr werdet nächste Woche mein Neuzugangsvideo das ja zwar sehen, aber ich habe den dritten Teil jetzt noch nicht gekauft. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf den dritten Teil, beziehungsweise der zweite Teil der Hauptstory. Hier, es war halt eine Novella. Ich fand es sehr interessant, es trotzdem zu lesen. Das Thema mit der Therapie fand ich wirklich sehr gut und sehr interessant umgesetzt und auch die Charakterentwicklung hier mochte ich richtig gerne. Dementsprechend konnte es mich schon überzeugen, dafür, dass es einfach nur eine Novella ist. In der Story ging es halt nicht so weiter, aber ich bin halt gespannt, ob man den Teil jetzt wirklich lesen musste, um Teil 2 zu verstehen, weil das Teil 2 läuft quasi nach diesen 3 Monaten ab und hier ist einfach die Zwischenstory von diesen 3 Monaten. Dann habe ich wieder eine Trilogie beendet und ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber nicht das, wirklich gar nicht. Ich habe Berühre mich nicht und Verliere mich nicht beendet und ich habe die Bücher geliebt. Ich habe ja schon die Sermon-Reihe gelesen und die fand ich mehr so semi-gut. Es war so ein Up and Down. Ich fand sie nicht schlecht. Ich fand sie aber auch nicht so Highlight-mäßig gut. Und deswegen war ich hier so ein bisschen. Ich habe schon öfters gehört, dass sie besser sein sollen. Und ich fand sie so viel besser. Und ich bin jetzt so gespannt auf Teil 3. Kann mich auch noch nicht dazu, es zu holen. Aber wir werden wahrscheinlich. Also haben wir drüber gesprochen. Ich und Nancy wollten dann den dritten Teil vielleicht als Buddyread lesen und ich wollte es so ungefähr lesen, wenn der
vierte Teil halt auch rauskommt. Also wird es sowieso noch ein bisschen dauern. Ja, einmal hier, berühre mich nicht, habe ich in einem Rutsch durchgelesen. Es hat mich sofort gecatcht und ich mochte, wie diese ganzen Thematiken umgesetzt waren und alles. Ich wusste so ein bisschen was und das Ende hat mich komplett zerstört. Und bei Teil 2, ich habe Teil 2 direkt am selben Tag angefangen, aber ich hatte am nächsten Tag mein Probearbeiten und dementsprechend musste ich es pausieren und aus der Hand legen, weil sonst hätte ich verschlafen oder sowas oder ich hätte die ganze Nacht durchgemacht und das wäre auch nicht so positiv gewesen. Und hier am Anfang, wirklich hier, ich war die ganze Zeit, oh mein Gott, ich liebe Luca, oh mein Gott, Luca ist so teuer, oh mein Gott, Luca, hier, ich hasse Luca. Ich konnte ihn nachvollziehen, aber gleichzeitig diese Sache an Silvester, also die, die das Buch gelesen haben, wissen, was ich meine. Die Sache an Silvester fand ich eher weniger cool. So, da war ich die ganze Zeit, ich hasse dich, geh weg. Aber ja, deswegen war, glaube ich, die Pause ganz gut. Aber ich mochte es wirklich gerne. Hier fand ich eher so ein paar Sachen, so, muss jetzt nicht sein, vielleicht ein bisschen langgezogen, vielleicht so dieses minimale Hin und Her mit der Wohnung und all das. Aber hier mochte ich es, dass es halt dann endlich rausgekommen ist und wie so ein paar andere Sachen noch von Luca rausgekommen sind und sowas. Und das hat mich auf jeden Fall auch überzeugt. Also ich fand es jetzt nicht so viel schlechter als den Teil. Einfach so ein paar Sachen, das war klar, weil die Bücher sind beide recht dick, dass halt bei manchen Sachen das vielleicht ein bisschen länger gezogen ist. Aber ihre Bücher sind ja normalerweise auch Slowburn, hatte ich so mehr das Gefühl. Und deswegen... ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf den dritten Teil. Dann habe ich noch eins meiner Neuzugänge. Ich habe dann irgendwie ein bisschen versucht, meine Neuzugänge abzubauen von den letzten Monaten. Und zwar Daughter of the Pirate King hat mich leider nicht so ganz gecatcht. Also ich mochte das vom Weltenaufbau, dieses Piratending mochte ich schon ganz gerne. Aber gleichzeitig fand ich das Buch einfach langweilig. Ich weiß nicht, ob das einfach für mich nicht geschrieben ist. Also ich wusste, es ist eher für eine jüngere Zielgruppe, aber gleichzeitig habe ich ja kein Problem damit, Young Adult zu lesen, manchmal auch ein bisschen einfacher im englischen und Fantasy-Bereich, aber es hat mich leider so kaum überzeugt von der Story, deswegen werde ich das Buch auch weggeben. Es war wirklich schön geschrieben, also es lag nicht am Schreibstil, es lag nicht am Wordbringen, es lag einfach, dass es mich von der Story an sich einfach nicht wirklich catchen konnte. Dann haben wir einmal mein Versuchsobjekt von dem Autorinnen-Duo Sweet Player. Habe ich einmal komplett durchgelesen, habe ich mir auf Empfehlung von TikTok gekauft. Also ich hatte irgendein TikTok-Video gesehen und ich so, boah, das klingt voll interessant. Ich habe es gelesen und ich fand es leider nicht so gut. Also es war schon geschrieben, deswegen bin ich auf jeden Fall gespannt auf die anderen Bücher, die ich hier habe. Ich habe ja noch Perfect Player hier und dann habe ich von Wikiland noch ein Buch, nämlich Mr. CEO. Ich fand es interessant geschrieben. Leider fand ich das von der Story, von dem Storyaufbau nicht so ganz überzeugend, wie ich es mir gewünscht hätte. Ich bin davon ausgegangen, das wird sich jetzt, also dieses Fake-Dating wird sich jetzt ein bisschen länger ziehen. Habe sehr schnell gemerkt, es ist ein sehr schneller Verlauf. Das heißt, es wird mittig wahrscheinlich sehr unnötiges Drama geben, so ein bisschen Miscommunication und dann zum Ende hin erstmal aufgelöst, was ist, was war. Genau das. Aber schlimmer. Also ich fand es wirklich einfach nur noch irgendwann ab einem Punkt einfach schlimm. Vor allem das Ende fand ich dann total langweilig, weil das sich noch so lange hinausgezögert hat, wegen eigentlich basically nichts. Und das fand ich leider ein bisschen schade. Aber trotzdem konnte mich das Buch schon eher überzeugen. Ich mochte die Charaktere extrem gerne. Aber es war einfach von dem, wie es verlaufen ist, nicht so ganz überzeugend für mich. Trotzdem bin ich halt, wie gesagt, gespannt auf die anderen Bücher, die ich hier habe. Dann kommen wir wieder zu TBA-Büchern, weil es war langsam Zeit, dass ich meine TBA-Bücher lese, weil ich habe das wirklich sehr lange hinausgezögert und hatte dann in der Zwischenzeit nur zwei, waren das jetzt, glaube ich, gelesen. Und ja, dann habe ich mit Zodiac Academy angefangen und wollte die Reihe durchlesen. Beziehungsweise zu Band 5. Ich habe ja nur bis Band 5, 4 von 8. Und ja, ich habe mir Band 3 geschnappt, habe es durchgelesen. Kam viel besser zurecht als im zweiten Teil, wo jetzt die etwas größere Lücke war. Kam ich sehr viel schneller rein. Ich mochte die Geschichte an sich auch schon sehr. Also es gab so die ersten Romans Sachen auch und ich bin von was anderem ausgegangen, von diesen Bunny Romance, deswegen, ich dachte, das wird einfach viel, viel härter, aber das flaut so ein bisschen ab, habe ich das Gefühl jetzt. Und
Ja, es konnte mich storymäßig schon überzeugen. Gleichzeitig gab es auch viele Sachen, wo ich war, okay, musste das jetzt sein oder so Zeug. Aber von dem Verlauf her, was da jetzt passiert ist, fand ich mit am interessantesten. Wieso ich jetzt die Reihe nicht weitergelesen habe danach, war einfach, das ist ein Klotz, die anderen Teile sind noch länger und hier nach dem Beenden war ich, okay, ich habe genug erstmal von der Reihe, ich möchte gerne was anderes lesen und mich nicht weiter durchquälen. Bevor ich da jetzt das Interesse daran verliere, wir hatten ja das Thema jetzt schon. Und ja, dementsprechend habe ich mich dazu entschieden, nur den dritten Teil zu lesen. Ich war froh, dass ich überhaupt einen Teil von der Reihe gelesen habe und habe vor, diesen Monat noch den vierten Teil zu lesen und dann wahrscheinlich nächsten Monat, je nachdem, den fünften Teil. Und dann werde ich mal schauen, wann ich dazu komme, die Reihe auch weiterzukaufen. Aber ja, es lag jetzt nicht daran, dass ich das so schlecht fand. Ich möchte die Reihe nicht mehr weiterlesen, sondern ich mag die Charaktere total. Bin auf jeden Fall sehr gespannt, in welche Richtung sich das weiterentwickelt. Dann das nächste Buch, das ich beendet habe, von meinem TBR, wovon ich nicht gedacht habe, ich komme dazu. The Book in Years. Und ich wäre dazu auch gar nicht gekommen. Und es ist ein Buch, ich habe ja schon öfters jetzt erwähnt gehabt, vorsatzmäßig, Bücher, die mir nicht gefallen, wollte ich abbrechen. Das Buch hat mir nicht gefallen. Aber ich habe es als Hörbuch, ich habe mein Audible-Guthaben dafür ausgegeben und habe es als Hörbuch gehört, damit ich es schaffe diesen Monat. Ich hätte mein Audible-Guthaben für was anderes ausgeben sollen. Wirklich, dieses Buch hat mich überhaupt nicht überzeugt. Das ist der erste The Book in Years-Teil, den ich überhaupt nicht mochte. Vom Thema her, von den Charakteren her, ich kam damit einfach nicht so gut zurecht. Es war wieder sehr angenehm geschrieben, aber gleichzeitig auch sehr oberflächlich. Aber trotzdem, ich bin gespannt, ob die nächsten Teile auch noch übersetzt werden. Es fehlen, glaube ich, nur noch drei. Bisher steht hier hinten nichts drin. Aber naja, ich bin aber auch froh, wenn die Reihe nicht weiter übersetzt wird. Nicht, weil ich die anderen Teile nicht lesen möchte. Es gibt auf jeden Fall noch Charaktere aus dem Team, wo ich auf jeden Fall gespannt bin, wie ihre Geschichten sind. Dann kann ich sie einfach auch auf Englisch lesen. Aber langsam habe ich genug von der Reihe, weil es wird immer länger und länger und länger und dann vielleicht, wenn ich jetzt so ein Jahr Pause habe und dann lese ich mal weiter, ist ja wieder was anderes. Aber momentan, ich würde schon gerne wieder was anderes von ihr lesen und nicht, dass jedes Mal, wenn ich auf ein neues Sabrina Boren-Buch gespannt bin, es The Book in Years. Naja, ich mag die Reihe total gerne, aber der Teil war es leider nicht für mich. Kommen wir zu einem anderen Buch, das auch nicht so was für mich war, und zwar A Touch of Malice. War auch auf meinem TBR, dachte ich auch zum Ende des Monats, ich komme nicht mehr dazu, das zu lesen. Ich kam dazu, es zu lesen und ich war nur noch genervt. Ich mochte es vom Storyverlauf. Ich mochte es, wie es geschrieben war. Vielleicht liegt es auch mittlerweile einfach daran, weil es genau das ist, was ich nicht erwartet habe von dem Buch. Aber es ist halt Smut. Und es gab sehr viel spicy Scenes. Und es ist nichts Neues. Es ist einfach genau dasselbe, was in den anderen beiden Teilen auch passiert ist. Dementsprechend, ich hätte sie jetzt nicht hier gebraucht. So, ich glaube, die Hälfte des Buches war spicy Scenes. Und die haben teilweise die Atmosphäre auch kaputt gemacht, wenn das so eine richtig interessante Szene war und plötzlich sind die miteinander am Flirten und da so, huh. Aber ja, das hat das für mich ein bisschen kaputt gemacht. Ich habe die dann irgendwann auch einfach nur übersprungen. Und ja, storymäßig fand ich es sehr interessant. Ich werde mal schauen, ob ich mir den vierten Teil kaufe, weil sollte der vierte Teil der letzte Teil der Reihe sein, kaufe ich ihn mir noch, um zu wissen, wie es ausgeht. Aber sonst wahrscheinlich werde ich die Reihe nicht mehr weiterlesen. Was ich voll schade finde, weil ich war so gespannt auf die Reihe, aber was soll man machen? Ich bin auf jeden Fall gespannt, trotzdem weitere Bücher von der Autorin zu lesen. Also vom Schreibstil her hat sie mich auf jeden Fall überzeugt. Das nächste Buch, das ich gelesen habe, war kein Romance-Buch und auch kein Fantasy-Buch, und zwar Frankie. Wie, warum und wieso ich dazu kam, dieses Buch jetzt in der Hand zu halten, seht ihr in meinem Neuzugangsvideo, weil sonst wird das hier doch noch zu lang. Also es geht hier um Frankie, die Katze hier auf dem Cover. Es geht halt darum, dass ein Mann sich umbringen möchte und er ist ein streunender Kater und braucht ein Zuhause und man kann sich denken, in welche Richtung sich das entwickelt. Und in diese Richtung hat sich das auch entwickelt tatsächlich. Aber das, was so interessant an dem Buch war, ist, es ist aus der Sicht des Katers geschrieben. Gleichzeitig war das auch das, was mir nicht so gut, was heißt nicht so gut gefallen hat. Es war sehr anstrengend reinzukommen, sehr anstrengend zu lesen teilweise. Ich mochte die Geschichte an sich schon. Dadurch, dass es von der Katersicht geschrieben ist,
fand ich es auch teilweise sehr lustig, auch wenn es ein ernstes Thema war, das sich nicht komplett durchgezogen hat, aber es gab so ein paar Hints und er als Kater hat das nicht verstanden. Und es ging dann halt erst am Ende so wirklich so, oh mein Gott, das ist los. Ja, ich mochte es von der Geschichte an sich schon, aber es war teilweise für mich einfach ein bisschen zu schwierig zu lesen. Es ist jetzt kein Must-Read für mich geworden, aber trotzdem bin ich froh, dass ich es gelesen habe. Ich dachte nämlich, ich komme eher weniger dazu, es mal zu lesen. Dann habe ich mal wieder ein Louise Bay-Buch beendet, und zwar Mr. Mayfair. Und es hat mir auf jeden Fall mehr gefallen als die King of London-Reihe, weil die fand ich eher so semi-gut. Und deswegen habe ich auch ein bisschen gewartet, mir die Teile zu kaufen. Ich hatte das Buch auf Vinted getauscht gehabt und ich bin auf jeden Fall sehr froh darüber. Ich mochte es mehr von der Story an sich. Ich fand das ein bisschen mehr abgerundet. Aber also es war Fake-Dating, nur leider konnten die Charaktere mich nicht so ganz überzeugen. Die Story fand ich wirklich gut, aber eben die Charaktere waren, ich weiß nicht, was gefehlt hat. Weil die Charaktere waren wie alle anderen Charaktere auch und ich mochte sie bisher bei Louise Bay-Büchern wirklich gerne. Und ich fand die beiden auch total sympathisch. Aber irgendwie hatte ich so das Gefühl, die passen nicht so gut zusammen oder so. Also irgendwie hat mich da das nicht so überzeugt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf die nächsten Teile, weiß aber auch noch nicht dazu, wann ich dazu kommen werde. Ja, ich bin auf jeden Fall froh, dass ich jetzt endlich mit der Reihe angefangen habe. Dann habe ich ein Buch beendet, was quasi hätte auch auf mein TBR gemusst, hätte ich es nicht erst letzten Monat gekauft. Ja, ich habe eine Reihe weitergelesen, und zwar die Keeping-Reihe, und habe als nächstes Keeping Dreams beendet. Ich habe danach an Nancy eine Rage-Audio geschickt. Ich weiß nicht, wie lang sie geworden ist, aber sie war lang. Sie war genauso lang wie dieses Buch, hatte ich das Gefühl. Im ersten Teil, der erste Teil hatte mich so semi überzeugt gehabt und wollte den ganzen nochmal eine Chance geben. Im ersten Teil konnten mich die Charaktere nicht so ganz überzeugen. Es war nicht meine Geschichte, aber ich fand es schön geschrieben. Hier, ich mochte die Charaktere, die Story war toll, aber ich fand es scheiße geschrieben. Also vom Schreibstil her war es wieder schon gut, also das war es nicht, sondern von dem Storyverlauf. Es war mir einfach zu lang. Es war zu viel unnötiges Drama und manchmal auch einfach, ich konnte die Charaktere nicht so ganz nachvollziehen, wegen diesem unnötigen Drama, einfach weil es unnötig war. Diese letzten, wirklich, ich war nur noch genervt. Ich fand es einfach nur noch unnötig lang. Das Buch hat irgendwie 260 Seiten, glaube ich, waren das, oder 520, 538. Leider nicht. Aber ich habe mir den dritten Teil gekauft, den werdet ihr auch nächsten Monat sehen. Der kam heute an. Ich habe nämlich auf heute gewartet, damit mein letztes Paket ankommt. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, denn nächste Teil ist nämlich Friends to Lovers. Und wie das umgesetzt sein wird, ich möchte einfach die Reihe beenden. Und ich glaube, da gab es so einen kleinen, hat so ein Ding, so irgendwie was mit der neuen Reihe zu tun. Und ich wollte diese Ballettreihe da von ihr auch lesen. Die Autorin hat mich auf jeden Fall überzeugt, ihre Bücher weiterzulesen, aber gleichzeitig das Buch war es leider nicht, obwohl ich Julian so sehr mochte. Dann kommen wir schon zum vorletzten Buch, das ich beendet habe. Und zwar, Sorry, ich habe es nur für dich getan, von Bianca Iosivoni. Und ich mochte es gerne, ich bin aber nur von etwas anderem ausgegangen. Ich brauchte die ersten 150 Seiten, um überhaupt gecatcht zu sein zu dem Buch. Das habe ich bei manchen Büchern, das ist ganz normal bei mir, dass ich manchmal 50, 100 oder 150 Seiten brauche, um überhaupt reinzukommen. Hier war das einfach, dass ich die ersten 150 Seiten nicht so interessant fand. Es ist ein Thriller-Romance und normalerweise, ich habe davon jetzt noch nicht so wirklich was gelesen. Dementsprechend war ich sehr gespannt auf das Buch auch, wie es mir gefallen wird. Ich bin davon ausgegangen, mit der Triggerwarnung und alles, es wird in eine komplett andere Richtung abdriften. Habe dann aber sehr schnell gemerkt, okay, diese Richtung wird es nicht werden. Und ja, ich fand es dann doch irgendwann sehr vorhersehbar. Also das Ende hat mich nicht überrascht. Man hat es schon vorher gemerkt, wie das Ende sein wird. Also in meinem Fall war das kein riesen Plot-Twist, aber trotzdem fand ich es wirklich dann schon recht gut geschrieben. Dann kommen wir zum letzten Buch, das ich diesen Monat beendet habe. Und zwar Jetzt sind wir echt. Ja, ich habe wieder versucht, so ein bisschen neuzugangsmäßig was abzubauen, weil mein TBR so weit durch war. Und ja, jetzt sind wir echt von Gabriela Santos de Lima. Ich habe nach den ersten 50 Seiten oder so schon hier rumgeschrien, innerlich jedenfalls. Gabriela, was tust du mir schon wieder an? Und ja, diese Frau hat mich gebrochen.
Und leider konnte ich wollte es in eine Rutsch durchlesen, musste aber noch zum Sport und dann ist an dem Tag noch was passiert und dann, ich konnte nicht weiterlesen, weil diese Situation mich an das Buch hier erinnert hat, beziehungsweise das Buch mich an die Situation, es war ein bisschen viel, sagen wir so. Aber bei Gabriellas Bücher, ich habe halt eben diese, das habe ich ja schon in meinem letzten Video erklärt, diese Sad Girl Vibes, ich liebe das, ich brauche das, falls ihr Empfehlungen habt, die so sind, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ich liebe ihre Bücher, ich liebe ihren Schreibstil. Ich mochte das richtig gerne. Für mich ist es kein Highlight geworden, aber mehr so ein Herzensbuch auf jeden Fall. Gregor und Lucy konnten mich auf jeden Fall komplett überzeugen, auch wenn es Second Chance war. Aber es war halt einfach Sad Girl Second Chance. Ich brauche Sad Girl Second Chance. Das ist mein Vibe. Ja, genau das brauche ich. Und ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf die nächsten Teile von der Reihe. Und damit sind wir endlich durch mit den ganzen Büchern. Also ich bin in der Rohdatei bei 1 Stunde und 6 Minuten. Das ist länger, als ich dachte. Falls euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Ja, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie viele Bücher ihr diesen Monat beendet habt und ob ihr das ein oder andere Buch von den Büchern schon gelesen habt oder ob sie bei euch auf dem Sub liegen oder sonst irgendwas, ob vielleicht auch das eine oder andere Buch jetzt auf eure Wunschliste gewandert ist. Wir sehen uns nächste Woche hoffentlich zweimal, ich weiß es noch nicht genau, aber auf jeden Fall kommt nächste Woche Samstag mein Neuzugangsvideo und dementsprechend, falls ihr nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren und ja, ansonsten sehen wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Tschüss!